Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 30.04.2021. Und unser DAX, den hat sie ja ein ganzes Stück nach unten gezogen. Konnte sich gerade noch so festkrallen, gerade noch so halten. Und hier erstmal eine, ich sag mal, kleine Katastrophe verhindern. Er hat erstmal einen kleinen Rücklauf reingebracht. An einer, meiner Meinung nach, nicht ganz unwichtigen Stelle, wenn wir das nochmal zurückerinnern. Oder ich fange erstmal Stück für Stück an. Was haben wir jetzt hier die letzten Tage immer wieder gesagt? Wir haben gesagt, dass er vielleicht oben jetzt eben die Longs rausstoppt, die Shorts rausstoppt, ja, einmal bereinigt. Und wenn er jetzt nach unten Antrieb kriegt, dass er zum Donnerstag bestimmt zwischen 3,35 und 2,50 hin und her springt. Na, das war, glaube ich, das, was wir so gesagt haben. Und dass man eben aufpassen solle, wenn er dann eben oben drüber geht oder unten drüber geht. Also oben über die 3,35 oder unten. Na, dass man da auch nicht so eigen sein sollte, sondern sich dann einfach fügen soll. Wenn er halt oben rausgeht, dann Long und unten eben dann den Short. Der ist jetzt hier zunächst zwischen 3,35 und 2,50 hin und her gesprungen, hat sich dann nochmal ein ganzes Stück erholt bis in die 3,10 rein. Hat damit dieses erste bedient, was wir gesagt hatten, und ist dann in das andere übergegangen, hat dann drunter geschlossen, ist auch unter die 2,30 gegangen und hat sich dann eben hier noch bis zu den ersten Zielen durchgewühlt. So, und für die Ziele hat man gestern das hier über die Fibo-Projektion rausgeholt, ne, und hatten gesagt, dass die Bereiche liegen dann so in dem Dreh rum, dass man hier den Bereich um 15.110 bis 15.185 eben hervorheben müsste und dann tiefer sogar Bereiche um 14.900. So, das hat er gemacht. Ihr habt es jetzt gesehen, er hat jetzt extra etwa 61% dieser Bewegung nach unten repliziert. Die hat man ja als Bewegungsgrundlage genommen für eventuell weiter tiefer gehende Bewegungen. Ne, habe ich euch die ganzen Tage immer wieder erzählt, dass er das eben nochmal nach unten replizieren kann, dass er das nochmal nehmen kann, dass er das eben gerne macht, weil es auch eine dynamische Bewegung war und weil es vor allen Dingen ein neueres Tief ergeben hat und dadurch ja letztendlich auch ein Trendwechsel entstehen kann. Und wenn wir uns jetzt die Bewegung im Kleinteiligen mal angucken, sehen wir, dass jetzt hier 1, 2, 2 Abwärtsbewegungen im Inneren, in der inneren Struktur zu sehen sind. Ne? Also wie er gefallen ist. Er hatte hier einen Antriebsstrang gehabt und dann hat sich das mal wieder ein bisschen erholt und dann hat er hier durchgezogen und jetzt wieder erholt. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem, was er selber als Maßstab nimmt, und das tut der Markt nimmt das als Maßstab, sonst wäre er nicht genau am 61er nach oben gedreht. Also der Markt orientiert sich durchaus an diesem Bereich, das will er uns damit zeigen. Kann man sehen, dass das halt hier außer 1, vielleicht, wenn man das zusammenfasst, ist es ein Abwärtsantrieb, noch einer und dann kommt noch einer. Das heißt, wir haben drei Stränge nach unten, vielleicht sogar vier. Häufig sieht man tatsächlich auch mal fünf. Und hier sehen wir jetzt momentan bloß zwei. Das heißt, die Bewegungswelle wirkt schon noch recht verkümmert. Und das kann eben bedeuten, dass zum Freitag jetzt gegebenenfalls noch was kommt. Das heißt, ein kleiner, stärkerer Start würde mich jetzt nicht wundern, ja, wenn er hier nochmal so versucht, in die 2,30 ranzukommen. Das war eine Marke, die hat er die letzten Tage sehr, sehr, sehr gerne gehabt, immer wieder, ne? 2,30, 2,40 vielleicht hier einfach ans mittlere Band ran. Das könnte ich mir nur vorstellen. Und dass er sich dann schon wieder nach unten verkrümelt und auch relativ tief in den Tagesschluss geht, muss gar nicht so tief unten raus. Das würde schon 15,80 reichen. Den Rest könnte er dann Montag machen. Oder er macht es halt direkt gleich. Na, aber dann darf er nicht großartig nach oben rumeiern. Also wenn er direkt gleich nach unten zerrt, dann kann er durchaus schon die 15,30 erreichen. Dann kann ich so in den Bereich reinstechen und das würde eigentlich reichen. I-Tüpfelchen wäre natürlich hier so 14.965. Absoluter Bonus wäre 14.900, aber das würde mir eigentlich nicht ganz reinpassen, na, zum Freitag. Das wäre ein bisschen zu viel Stress auf der Leitung. Da sind dann zu viele auch schon wieder zu geil und da hauen zu große Positionen rein und dann geht das erstmal wieder schief. Aber so in den Bereich hier rein zum Freitag, das könnte ich mir schon noch vorstellen, wenn er direkt runterdrückt, auch wenn er vielleicht von hier oben so sich so reindreht, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Alles, was aber hier drüber geht, das muss ich auch klar sagen, über 2,50, über 2,30, so, das ist dann ein kritischer Bereich. Also ab dort muss das schon eigentlich umdrehen halt. Ne? So 2,70 könnte er rein theoretisch als Rücklauf machen, aber damit macht er sich seine Bewegungseinheit kaputt hier und die orientiert sich ja an der anderen und da sehen wir deutliche Dynamik und wenn er das sich jetzt verbaut, dann wird es ihm sehr schwer fallen unten raus und dann kann es sogar passieren, dass sie ihm hinten raus die Löffel nach oben lang ziehen halt, ne, und das dann wirklich wieder rausheben. Deswegen würde ich tatsächlich Short-Engagement so ab 2,50 dann auch deutlich reduzieren, 2,70 vielleicht dann darüber dann sogar auch ganz rausnehmen. Na, erstmal wieder ein bisschen zurücksetzen, ein bisschen gucken, na, was macht er denn jetzt, na, weil unten raus will er ja dann offenbar nicht.
Ja, also das wäre so ein Bereich, wo ich sagen würde, da würde ich mich zurückziehen aus Short-Position etc. Und ansonsten, wenn hier unten arbeitet, ja, dann soll er halt noch ein bisschen was zeigen halt. Ne? Potenzial hat er schon noch. Die Kursbereiche, die sind unverändert, haben wir jetzt die ganzen Tage immer wieder drüber gesprochen. Der Trigger hier, den können wir mit ranholen, wenn da halt nochmal ein bisschen drunter triggert. Den haben wir ja die letzten Tage schon immer mit drin gehabt. Das ist ja weiter aktiv. Kann er halt auch tatsächlich hier in einer 14,965 rein, kann auch 14,830, kann auch 14,57, 14, das ist alles denkbar, ja. Ne? Aber nicht, wird nicht ganz so einfach, wie das viele jetzt vielleicht gerne hätten. Da wird er sich schon zu helfen wissen, die Leute ein bisschen abzuschütteln. Ja, zum Donnerstag hat er viel überrascht, das hat man auch am Euwag Sentiment gesehen. Das war früh um 8, glaube ich, bei plus 82. Und ist dann eigentlich so über den Tag relativ hoch auch geblieben. Da hat er wirklich viele überrascht gekriegt. Nicht, warum so viele, ja, vielleicht vom Aufwärtsgap so ein bisschen angeködert, scheinen viele echt long motiviert gewesen zu sein. Und das hat er dann wirklich bis zum Ende ausgepeitscht und hier unten sich erst gedreht bekommen. Er scheint wirklich viele rausgeschmissen zu haben. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Und ich glaube, zum Freitag sind die Leute da jetzt ein bisschen gefasster, vorbereiteter halt, ne? Also da müsste schon ein schönes Gap bringen, um die Leute halt einfach zu also da müsste eigentlich ein Gap unter 1,50 bringen. Wenn er ein Gap unter 1,50, dann kann er richtig lang unten raus. Dann schafft er auch eine 8,30, ja. Aber der muss irgendwie die Leute halt verrumpelt kriegen. Und Freitage sind Mistviecher-Tage im DAX. Die sind häufig auch mal richtig scheiße. Und das wird dem Übliches sehen, wenn er sich wirklich so richtig hässlich runterzappelt. So, das ist so wirklich widerlich, wie so ein glitschiger Fisch irgendwie in der Hand. Neues Tief, dann doch wieder zurück, dann ein höheres Hochsetzen, dann aber doch wieder ein tieferes Tief und so Stück für Stück halt einfach runter, ohne dass aber irgendjemand Applaus schreien kann, weil es eine tolle Bewegung ist, sondern einfach Mistviech-Modus DAX halt, ne? Das würde mir eigentlich jetzt am Freitag am ehesten passen. Ich habe trotzdem Respekt, weil die Aufwärts hier halt schon grün strahlt. Deswegen würde ich sicherheitshalber in dem Bereich halt gegebenenfalls Short-Position zurückstellen. Das wäre so für mich so maximal Rücklauf. Bis hier, das wäre noch okay. Das gucke ich mir gerne mit an. Von da kann er noch mal unten drehen halt. Ne? Das wäre vollkommen legitim. Könnte sich dann hier unten hinlegen und dann Montag Kickdown und zack rein ins Ziel. Und dann sagen alle Sell in Mai and go away und wahrscheinlich kommt er dann erstmal wieder nach oben, weil er hier ein Ziel im Kasten hat. Ne? Dann kommt er erstmal 2, 3 Tage wieder nach oben hier, macht das so ein und fällt dann hinter raus erstmal nochmal weiter. Aber soweit ist es noch nicht Stück für Stück. Wir haben erstmal wichtiger, also wir haben auf jeden Fall mal ein paar Marken gebrochen nach unten, haben dem Markt auch gezeigt, dass wir uns an der Bewegung orientieren. Greift es der Markt jetzt auf, dann wird er uns damit auch weitere Ziele noch bringen. Na, also, ich glaube schon, dass der Bereich hier realistisch ist zum Freitag. Und der Start wird da auch schon über vieles entscheiden. Ich glaube, da wird man schon 8, 9 Uhr, also sagen wir mal 9 Uhr, vielleicht 9:30 Uhr, da wird man schon sehr viel mehr dann raussehen können, wie der denn da drauf ist zum Freitag. Und wie gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, dass wir den Bereich noch anlaufen. Auch eine Erholung hier noch rein, würde mich nicht wundern. Aber alles, was hier drüber geht, grundsätzlich kann der DAX ja jeden Tag machen, was er will. Würde ich mich trotzdem, ich weiß nicht, das würde ich mir dann erstmal angucken. Wenn er dann trotzdem wieder Schwäche zeigt und brachial runterzieht, dann kann man immer nochmal neu reingehen. Aber das fände ich unpassend, wenn er so hoch kommt. Das würde nicht drauf passen, dass er wirklich die Replik ausspielt und vielleicht schon sich mit einem 61er zufrieden gibt. Passt zeitlich auch überhaupt nicht, aber. Sollte niemals nie sagen. Das Wahrscheinlichste wäre in meinen Augen hier irgendwie so eine Fluppe nochmal nach unten. Hier einmal drunter und dann hier irgendwie nie, gar nicht so krass wegschmettern. Eher so ein bisschen rumliegen und vielleicht sogar nochmal stärker zeigen zum Abend, dass die Leute denken, ah ja, Montag macht er hoch. Und dann kommt genau das Gegenteil. Das fände ich am passendsten. Ja. Insofern machen wir hier das Ding einfach zu. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wir können auch kurz in den Tagesschart reingucken. Ja, Tagesschart ist eigentlich eine gute Idee. Ich sehe nämlich hier, der Tagesschluss ist schon recht hoch. Ja, ist recht hoch. Wir waren mal im unteren Bollinger Band gewesen. Da waren wir schon ein paar Mal jetzt die letzten Wochen. Sind alle mal nicht durchgekommen. Ich gehe davon aus, dass wenn er jetzt durchgeht, er auch ein bisschen mehr Bewegung schafft. Er wird sicher an der 57 sich kurz abreagieren. Bisschen Dampf, Frust, Dampf lassen oder wie auch immer.
wo ich glaube, dass er dann schon ein Stückchen tiefer geht. Ne? Also wenn der hier unten rausgeht, der wird hier reagieren, aber Ziele sind eher die Linie, ja, so kann man sogar so sagen, ne? 14.200 bis 14.000, das ist so Zielbereich, wenn er unten das Band aufdrückt, erstmal. Ja, wenn nicht gerade sogar vielleicht eine 200-Tage-Linie mal um 13.600 rum. Also wenn er aus dem Band rausfällt, noch ist es nicht so weit. Ja, aber wenn er sich aus dem Band jetzt unten rauslegt, dann zeigt er uns an, dass er mal in eine andere Richtung laufen will. Ja. Trendwechsel haben wir ohnehin schon ein bisschen angetriggert. Ja, muss man ein bisschen Blick halten. Jetzt Tagesschart sollten wir jetzt auf jeden Fall die nächsten Analysen wieder ein bisschen öfter mit hingucken. Wenn es das jetzt hier dabei geblieben ist und er macht jetzt grüne Kerzen, ja, dann gilt das gleiche natürlich oben raus. Ne? Dann kann er jetzt auch wieder richtig laufen. Die Bollinger sind unheimlich eng zueinander. Das seht ihr immer, bevor richtig Zug wieder reinkommt. Ne? Hier ist es immer, bevor Zug reinkommt. Ja, und da oben wie unten kann der zukommen halt, ne? Aber da muss man sich darauf einstellen, dass dieses Seitwärtsgehampel aus den letzten Wochen hier gegebenenfalls bald auch wieder ein Ende findet. Durchaus halt, ne? Die Richtungsentscheidung, die haben wir auf Tagesebene noch nicht. Untergeordnet kündigt sich etwas unten an, aber das ist noch nicht safe und noch nicht bestätigt. Na, und das werden wir jetzt, also heute, also jetzt zum Freitag, Montag spätestens, sollte sich das, denke ich, geklärt haben. Und unser DAX wieder einen neuen Trend auffahren können. Gut, insofern hoffe ich, dass ihr gut vorbereitet wart, hier euch ein paar Punkte holen könntet, nicht ganz so überrumpelt wartet. Ich denke, es ist eigentlich jetzt nichts eingetreten, wo man sagen muss, oh Gott, was hat er denn da gemacht? Na? Das sind alles die Sachen, die wir die ganze Zeit besprochen haben, auch wenn es ein bisschen später kam, aber sich hat er das ganz schön gemacht. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch hilft hier. Und wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende für die, die man nicht nochmal sehen. Und alle anderen hören wir uns dann Sonntag wieder. Bis dahin. Tschö.